Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich habe in meinem Garten eine Badewanne. Und zwar eine Badewanne mit so Löwenfüßen. Sieht sehr nett aus. Ich lege euch da ein Foto drauf, wenn ihr es auf YouTube seht. Und da ist natürlich keine Wasserzufuhr, obwohl manche haben das vielleicht, ich habe das nicht, sondern halt ein Gartenschlauch. Und da passiert Folgendes, da wird einmal die Woche vom Gartenschlauch kommt da Wasser rein und dann habe ich so ein Netz daneben, wo ich dann eben die Blätter und was da immer so reinkommt, reinfällt, raushole. Und am Ende der Woche wird das Wasser benutzt im Sommer, um die Blumen zu gießen und die Pflanzen zu gießen. Warum habe ich eine Badewanne im Garten? Es ist auf jeden Fall billiger als ein Pool. Und ich habe einen See in der Nähe zum Schwimmen. Also ich brauche den nicht zum Schwimmen, sondern ich liebe kaltes Wasser. Und ja, gehe ich jetzt mal zurück, wie das angefangen hat. Ich habe mit dem kalten Duschen angefangen vor ungefähr 15, 20, ja, so 16, 17, 18 Jahren, weil ich mit einem Mann zusammen war, der sich kalt geduscht hat. Und der hat das sehr elegant irgendwie gemacht und da dachte ich mir, oh, das mache ich jetzt auch, weil ich mich gern inspirieren lasse von Menschen, die, mit denen ich zusammen bin. Oder überhaupt Menschen inspirieren lasse und habe das dann auch angefangen und habe mir das auch so angewöhnt, dass ich zwar warmes Wasser am Anfang benutze zum Haare waschen und all sowas und dann eben danach kalt dusche. Im Laufe der Zeit sind meine Duschen nicht mehr täglich geworden, weil das einfach nicht so gut ist für die Haut und ich, wenn ich jetzt nicht draußen irgendwie rumwerke, ich schwitze auch relativ selten, sondern ich dusche mich so vielleicht dreimal die Woche und gehe dann mal in die Badewanne. Aber viel Zeit verbringe ich, ja, viel Zeit ist nicht das richtige Wort, oft, andersrum, oft bin ich in meiner Badewanne im Garten und zwar nicht nur, wenn es heiß ist. Das Wasser in der Badewanne im Garten ist erstaunlicherweise kalt, selbst jetzt bei den Temperaturen, die wir gerade im Moment haben, von 27 Grad, 30 Grad. Es ist erstaunlich kalt immer noch. Und ich habe gelernt, vor vielen Jahren auch eine andere Gedankenkontrolle zu haben, wenn ich in etwas Kaltes steige oder mich dusche. Die meisten, glaube ich, oder zumindest kriege ich das mit in meiner Umgebung, also die meisten Menschen in meiner Umgebung, wenn sie in ein kaltes Wasser steigen, findet ein Gedankenprozess statt. Und der Gedankenprozess läuft ungefähr so ab. Oh shit, das ist kaltes Wasser. Oh mein Gott, das wird mich frieren. Oh, da zieht es mir alles zusammen. Nein, muss ich denn das machen? Lass ich das doch lieber bleiben. Boah, dann stecke ich mal eine Zehe rein. Boah, das ist wirklich kalt. Und der ganze Fuß ist schon drin. Och, wie fürchterlich, oh, wie schrecklich. Oh Gott, ist das unangenehm. Zitter, zitter, biber, biber, draußen stehen bleiben. Ah, soll ich mir nicht doch, überlege ich es mir noch. Boah, und dann nochmal. Und so geht es dann eine Weile. Wir haben bei uns im Ort ein Kneippbecken. Und in dieses Kneippbecken, wenn ich spazieren gehe, gehe ich eigentlich immer, wenn ich diesen Weg gehe. Und dazu muss ich immer Hosen tragen, die ich über die Knie ziehen kann. Und gehe auch dort im Winter in dieses Kneippbecken, also auch wenn Schnee drumherum liegt, weil ich das sehr gerne mag. Und ich kann im Verhältnis zu anderen Leuten, was ich sehe, sehr angenehm und sehr lange da drin bleiben. Und ich versuche, und das ist jetzt der Hauptgrund, wie ich damals anfing, mich mit meinen Gedanken mehr zu beschäftigen. Also was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Und ich mehr Aufmerksamkeit in meine Gedanken gelegt habe. Sprich, ich habe meine Gedanken beobachtet. Ich bin in diese Beobachterposition gegangen, und zwar in die
nette Beobachterposition, nicht in die Beobachterposition, die einige von uns kennen, inklusive mir. Was bist denn du heute schon wieder für ein Depp und wieso machst du denn das nicht? Und oh, das darf doch nicht wahr sein. Sondern in die nette Beobachterposition, die sagt, Schatze, was machen wir denn heute? Oder das ist ja interessant und was denkt sie denn schon wieder? In die Beobachterposition, also in die liebevolle, in die nette, in die Beobachterposition, wie ideale Eltern ihr Kind anschauen und nicht wie der strenge Lehrer oder die strenge Lehrerin oder der Pfarrer oder Onkel und Tante sowieso, die uns klein halten wollten, wie die uns betrachtet haben. Das ist nicht der Beobachter, von dem ich rede. Also kein kritischer Beobachter, sondern ein interessierter Beobachter. Und ich habe mir angewöhnt, dadurch, dass ich sehr viel über Gedanken gelernt habe, durch meine Beobachtung und durch auch diverse Dinge, die ich gelesen habe und die ich dann ausprobiert habe und ich gemerkt habe, dass sie funktionieren, dass ich, wenn ich zu diesem Wasser gehe und ich hineingehe, ich in einem Zug hineingehe. Ich wärme mich nicht auf. Also wenn ich in einen eiskalten See gehe, dann stehe ich nicht da und bleibe erst einmal eine halbe Stunde stehen und warte, bis meine Füße kalt sind, sondern ich gehe in einem Zug rein, ohne Kommentar und erspüre einfach nur, was es macht mit meinem Körper. Und genauso wie mit dem Schmerz, den ich nicht Schmerz benenne, sondern ich benenne es als, ah, interessant, da pocht was, da kribbelt was, da vibriert was. So mache ich das auch, indem ich beobachte, wenn ich in ein eiskaltes Wasser gehe, was da in meinem Körper passiert. Und es ist sehr erstaunlich, dass am Anfang, wenn man reingeht, der Körper in eine Umgewöhnungsphase geht und dann, und das dadurch, dass ich das schon sehr lange und sehr häufig mache, geht es anschließend sofort in ein Wohlbefinden. Also bei mir jetzt, am Anfang war das nicht so, da hat es ein bisschen gedauert. Ich bin damals noch ins Wasser gegangen, so ein bisschen zusammengezogen, wo man sich so... Ich habe es zwar nicht gedacht, aber mein Körper hat trotzdem so, es, wie sich die Muskeln zusammenziehen, wenn man weiß, jetzt kommt gleich irgendwas und tut einem weh, also eine Spritze zum Beispiel. Da schaue ich immer weg, weil das will ich gar nicht sehen, weil dann gebe ich meinem Körper keine Gelegenheit dazu, dass er irgendwas macht, sondern ich schaue weg, lege dir meine Arme hin und sage, okay, nehmen Sie mir Blut ab und sagen Sie mir nicht, ich mache das jetzt, das merke ich dann schon. Also ich will diese Vorwarnungen nicht haben. Auch bei Massagen zum Beispiel, wenn ich die kriege, oder gerade bei Thai-Massagen, dann sage ich immer vorher, dass sie nicht schlagartig in meinen Muskel gehen sollen, bitte, sondern dass sie langsam in meinen Muskel gehen, weil mein Körper, wenn er schlagartig einen Druck kriegt, dann zieht er sich zusammen. Dann muss ich meinen Muskel erst wieder entspannen. Und das funktioniert ganz gut, das verstehen Sie. Und weil jeder Massagetherapeut und Massagetherapeutin ja eigentlich den eigenen Weg hat, aber wenn man das dann so erklärt, dass meine Muskeln da so drauf reagieren, dann haben sie mehr Aufmerksamkeit, die sie dann mir geben. Und meinen Muskeln vor allen Dingen. Also die ersten Male, wo ich das gemacht habe, in das kalte Wasser zu gehen, oder mich auch kalt zu duschen, war es so ein Vorbereiten des Körpers und des Zusammenziehens. Und nachdem ich gemerkt habe, dass es nicht nur auf der Gedankenebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene eine Reaktion gibt, versuchte ich das auch zu entspannen, was mir dann gelungen ist. Und was mein Körper jetzt, wenn ich also in die kalte Badewanne gehe, ich mich wohler fühle darin. Das kalte Duschen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, dass ich mir auch zum Beispiel die Haare mit kaltem Wasser wasche, weil ich selten eigentlich mit dem Kopf unter Wasser gehe im kalten See oder in meiner Badewanne, sondern eigentlich so bis zum Hals im kalten Wasser bin.
dieses kalte Wasser, und das hat ja schon Pfarrer Kneipp gesagt, da kommen ja die Kneippbecken her, er war ja schwer krank und hat dann irgendein Buch gelesen, glaube ich, über das Heilen des kalten Wassers. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber so ungefähr ist die Story. Und dann hat er selber, weil er Tuberkulose hatte, sich mit kaltem Wasser sich über den Körper geschüttet und wurde dann kräftiger davon. Und diese Verbindung zwischen Kälte und Atmen ist ja auch eine Verbindung, die es schon seit vielen Jahren gibt und vielen Jahrzehnten gibt, wo man natürlich, wenn man dann ins kalte Wasser geht, auch sehr entspannt und sehr langsam atmen kann. Und das kann man ja auch steuern, wie wir wissen. Jetzt ist es spannend, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, manche von euch machen das bestimmt schon selbst, aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, euch mal zu beobachten, was kommen da für Gedanken hoch. Also, ich muss langsam ins Wasser gehen, weil ich muss mich erst daran gewöhnen. Ich will nicht ins kalte Wasser gehen. Ich finde das schrecklich. Oder was immer das da ist, was euch berührt, was euch beschäftigt, worüber ihr nachdenkt. Und nehmt mal das, was ihr an Gedanken habt, wenn ihr Lust habt, und schaut euch das mal genau an. Die Kälte ist eine Frage der Gewohnheit auch. Natürlich kann man sich auch verletzen damit oder irgendetwas tun, was nicht besonders gut ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Kälte, wenn sie im Rahmen gemacht wird, immer eine gute Sache ist. Und ich habe es auch oft beim Barfußgehen gemerkt, dass viele Leute schon im Herbst zu mir sagen, da ist ja überhaupt noch nichts kalt, also an meinen Füßen noch nicht, oh Gott, ist Ihnen nicht zu kalt? Und dann sage ich meistens, ja, da müssen Sie mich im Winter sehen. Also die Augen glauben, es ist kalt. Und wie wir alle wissen, sitzen die Augen warm verpackt mitten im Kopf und haben keine Ahnung von Temperatur. Also wirklich es zu erlauben, dass der Körper das einspüren darf und fühlen darf, das ist schon eine sehr spannende Sache. Ich weiß noch, und ich habe das, glaube ich, irgendwo mal in einem Podcast schon gesagt, mir ging es mal nicht gut, ich war krank, ich hatte irgendwas, ich weiß nicht mehr was, irgendeine Schwäche plötzlich und auch die Badewanne schon im Garten und da bat ich Stanko, mit mir hinzugehen, weil ich ein bisschen schwach war und ich wusste, ob ich nicht irgendwie ausrutsche und bin ins kalte Wasser und es ging mir schlagartig besser. Und es gibt auch Untersuchungen neu dazu, die sagen, dass gerade Depressionen oder wenn man sich nicht gut fühlt und wenn man emotional gerade wackelt, dass dort das kalte Wasser dem Körper den Impuls gibt, einer Art von, ja, man wird so, fällt mir wieder das deutsche noch das englische Wort dafür ein, ein Reboot, jetzt ist das englische wenigstens eingefallen, man wird neu aufgeladen. Und das finde ich schon sehr spannend auch. Man fühlt sich lebendig, das ist das, glaube ich, was das Spannendste daran ist, wenn man in das Kalte geht. Man wird schlagartig wach und fühlt sich lebendig und fühlt sich glücklicher. Das ist einfach, was das tut. Und man ist auch mutig gewesen, das kommt noch hinzu. Also mein Vorschlag, vielleicht habt ihr Lust, das mal auszuprobieren. Ich mag übrigens die kalten Duschen draußen im Garten nicht sehr, weil ich immer schon besorgt bin mit dem Wasserverschwenden. Deshalb benutze ich das Wasser in der Badewanne dann auch nach der Woche zum Blumengießen, sondern lange unter der Dusche zu stehen und Wasser durchlaufen zu lassen, das ist nicht etwas, was ich gerne mache, sondern da eine Woche lang eine Badewanne zu haben, wo ich reingehe, ist sehr viel praktischer und das kann man natürlich auch zu Hause im eigenen Bad machen, wo man da einfach Wasser, kaltes Wasser einlaufen lässt. Muss ja nicht im Garten stehen, manche haben ja auch keinen Garten. Und sich da reinzusetzen und das zu probieren. Und ich glaube, da gibt es so für manche Leute, die das möchten, reinzugehen, ganz langsam zu atmen,
den Ausatmen ein bisschen länger zu haben als das Einatmen und dann sich einfach darauf konzentrieren, was fühle ich im Körper. Es gibt ein bestimmtes Art von Kribbeln. Dann gibt es eine bestimmte Bewegung, die im Körper abläuft, eine Art von Erleichterung, eine Wachheit und ein Gefühl von Schönheit. Deshalb, vielleicht habt ihr Lust, ich wünsche es euch, dass ihr Lust habt, oder zumindest mal den Mut zu haben, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Überlebbar ist es auf jeden Fall. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mich nicht gut fühle, dann in einem See, im eiskalten See 20 Minuten zu schwimmen, davon rede ich nicht. Ich rede von einem Eintauchen, einem Drinbleiben für ein paar Minuten und dann wieder rausgehen. Also etwas, was überschaubar ist und wo man auf den eigenen Körper hört und nicht auf die Gedanken, sondern den Körper einspüren, was er denn davon hält. Und er mag's. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.